Hey, aufwachen im Dunkeln, schlafen im Dunkeln. Nein, wir schauen nicht, was hier umherschleicht. Was geht mit dir? Was fehlt mir noch? Oberkörper fehlt mir noch. Gut. Dackel bringt einfach so gar nichts. Ist das aggressiv? Du Ameise. Da ist was zu trinken. Hydration is the key to performance. Richtig. Und auf 6 haben wir noch Essen. I've had worse, I guess. So. Kann ich was die hat? Ist doch gut. Oh. Zack. Ich hätte gerne einen Kleeponcho. Herstellen und ausrüsten, bitte. Gut. Gibt es? Genügsam. Ah, das geht, glaube ich, auf Essen. Okay. Also das macht einen weniger hungrig. Weniger oft hungrig. Das gibt einen Schleppkapazität und halt auch, glaube ich, mehr Widerstand, ne? Nee. Leichte Rüstung, schwere Rüstung. Leichte Rüstung. Okay. Also wäre zum Reisen theoretisch das Kleezeug besser. Gut. Dann haben wir schon mal 2 von den Burgle-Sachen fertig. Kann ich Ausrüstung reparieren? Kann ich Ausrüstung reparieren? Nee. Doch, da reparieren. Reparieren. Und das hier? Ion geht nicht, weil ich es ausgerüstet habe wahrscheinlich. Ah, wo ist es da? Reparieren, reparieren. Geht doch. Wird's auch gerade. Irgendwo hier ist ein... ist was zum... erforschen. Pack ich mal kurz oben zur Base. Dann machen wir hier weiter. Da ist unsere Freundin, die sehr aggressive Radnetzspinne. Lassen wir mal schön in Ruhe. Da ist Wolfgang. Wolfgang lassen wir auch in Ruhe. Ah, da ist seine Frau Josephine. Da ist das, was wir haben. Spinnenkackvieh. Geh! Geh nach Hause! Geh zu deiner Mama! Au! Warum? Warum kriegst du mich hier oben? Ah! Kleines Kackvieh, ey. Kommt ihre Mama. Nein, ich bin nicht da. Was bildest du dir ein? Ich bin Unkraut. Ich bin eine Blume. Geh! Geh! Toll, ich will da unten hin. Dann macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Wohl? Au. Ah, die kriegt gar keinen Schaden, Lel. Weg, oh mein Gott. Jetzt lass doch... Das sind fucking Grashalme, Mädel. Drück sie doch einfach weg. Ha. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf.
Cool, ich bin tot. Okay. Lässt mich das Viech jetzt in Ruhe? Ein Koi. Maulquappen. Was ist hier noch? Hier noch böse Viecher gibt. Damit. Sekunden Luft, okay. Das hier ist. Da ist das, was böse ist. Oh mein Gott, eine Wasserspinne. Natürlich! Natürlich gibt's hier Wasserspinnen. Hallo Moskitos, ich kann gerade nicht. Muss einfach hoffen, dass hier keiner reinkommt. Was? Scabby, additional flavor scheme available. Okay. Oh mein Gott, ey. Kommt denn das Viech auf einmal her? Kundschaften, Schlucht. Lass mich jetzt anscheinend in Ruhe. Ja, ja, Stechmücke. Lass mich. Ah, lass mich einfach. Au! Was? Als ob? Mutsch. Pech. Meine Sache brauche ich jetzt ja wieder. Oh Mann, ist das eine feindselige Umgebung. Noch nicht mal was getan. Die auf mich aggro? Ja, sind sie. Au, au, au. Und tot. Cool, ich komme meine Sachen nicht mehr dran. So schlecht, ich hätte meine Sachen schon gerne zurück. Ich muss da oben lang. Zaun. Also ich krieg die auf jeden Fall nicht platt. Schon gar nicht... Alter. Schon gar nicht, wenn das irgendwie drei Stück sind. Kann ich schleichen? Kann ich mich an die anschleichen? Freundin. Komm, lass mich doch in Ruhe. Na toll, natürlich ist auch Wolfgang da. Mom would kill me if I lost this. Alter, lass mich in Ruhe, du scheiß Stechmücke. Keiner liebt dich. Na, flieg zurück nach Hause. Gut. Okay. Bin wieder halb für Radnetzspinne. Halbwegs in Sicherheit.
wenn ich jemals wieder groß wäre, würde ich den ganzen Garten ausräuchern. Toll, hier ist eine, da ist eine. Netz. Kommen die dann dahin? Yep. Sind zwei, ja, natürlich sind da zwei. Oh, was ist das denn? Eine Frisbee. Ton. Meine Freundin, die. Ja, ich gehe doch schon. Lass mich. Bin schon wieder weg. So, ich bin weg. Lass mich. Alter, ey, was ist los mit den Viechern? Aber halt reden. Wir wissen, was das ist. Jetzt hier vorne. Gucken, ob ich hier irgendwas hochheben kann. Da ist noch Seerosenwachs. Finger zum Beispiel. Ja, die sehen nämlich so aus. Nehme ich doch mal ein paar mit. Nehmen. Rosenwachs hier mitnehmen. Bestimmt wichtig. Das kann ich noch mitnehmen. Das geht mit einer Schaufel wahrscheinlich nur, ne? Ja. Ja, aber ich weiß, hier unter Wasser ist einiges an Ton. So. Wenn ich jetzt hier ganz friedlich spinne, ganz friedlich herschwimme, die Luft hole und abtauche, dann will mir doch bestimmt keiner hinterher. Nochmal Ton. Mein drunter atmen kann man nicht. Algen und Ton, mehr ist hier nicht. Dann ciao. Gut zu wissen, wenn wir Ton brauchen, müssen wir nicht weit weg. Das jetzt schon wieder. Ah, oh, come on. Ah, lass mich in Ruhe. Kann ich irgendwas machen? Nö. Lass mich. Warum kommt ihr eigentlich nicht an Land? So. Gut. Okay. Da. Und bei dir Käfer. Sehen eigentlich voll lieb aus, die Bombardierkäfer. Die sehen nicht aus, als wären sie aggressiv. Kann man das hier irgendwie entdecken? Das geht halt nur mit zwei Leuten. Hallo Ameise. Was? Weiß ich doch. Wirklich relativ chill gerade. Mir ein bisschen Angst. Gartenzwerge, oh cool. Die habe ich noch nicht entdeckt mit Bea. Die sind neu. Das ist eine Höhle, oder? Oh. I'm ready to go home now.
Okay. Hier wohnt ein Wolfgang. Oberer Gartenaufstieg entdeckt. Okay. Was haben wir hier? Röder Quarzit. Nicht hier durch die Höhle, oder? Nee, das Ding wieder hoch. Möchte ich gerade noch nicht entdecken, ehrlich gesagt. Bin hier unten noch ganz zufrieden. Ha, Hachi, sorry. Stechmücken. Das? Achso, das ist der Gartenzwerg. Los, weg. Das sind zwei Stück, drei Stück. Hier. Fünf. Okay, da ist einiges los. Dann gehe ich da erstmal nicht hin. Okay. Das war jetzt maßlos unerwartet. Noch nicht mal gesehen, ich wollte einfach noch rüberspringen. Da haben wir Fliegen. Oh. Mit denen da oben los? Stehen die da Schlange oder was ist das? Ich glaube, das sollte nicht so sein, oder? Bin ich jetzt? Ah. Okay. Aber ich wollte eigentlich zur anderen Seite, zur Hecke, aber okay. Bin ich hier. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Da ist eine Hummel auf dem Boden. So. Biene, glaube ich, war es da. Keine Hummel. Schläft. Die schlafen ja einfach. Was bist du? Ah! Nein! Nein! Oh mein Gott, schon wieder in einem scheiß Gras. Echt jetzt? Gib mir so auf den Sack mit dem Gras. Dann ist klein genug, dass man dazwischen passt und es funktioniert einfach nicht. Alter, 800 Zentimeter. Dann aber jetzt im Eilverfahren. Darüber, ne? Oh nein, du Armer. Weevil hier. Oh fuck. Wollte ich nicht. Sorry, sorry. Wir waren im Weg. Geh. Doch nur im Weg. Ich wollte sie doch nur wegmachen. Ah, das ist die große Schwester. Sind nicht so aggressiv wie die Kleinen. Gut, fast geschafft. Da läuft ein Wolfgang, da läuft noch eine Radnetzspinne. Sind die Bombardierkäfer. Laufen wir schön rüber. Nicht zu nah an die ganzen Tierchen ran. Man weiß ja nie. Potenziell ist hier ja auch alles gefährlich bei nur 8 neutralen und freundlichen Tieren. Was? Ach, das. The Tullys. Gartenzwerg.
Dann laufen wir jetzt bei Wolfgang über die übers Haus. Und sind dann eigentlich wieder da. Ich nur noch gucken, dass ich Kollege Stinkwanze nicht wieder echauffiere. Er ist immer noch da. Verzieh dich da, Mann. Ja, genau, Hummeln. Greift ihn an, der ist aggressiv. Aber einer von denen stirbt. Wer auch immer stirbt, ich kriege Loot. Während die da... Ah, nee, das geht dann nicht weiter. Status? Nee. Daten? Ja. Ach gut, Bienen sind neutral. Also solange ich die nicht angreife, sollten die mich dann auch nicht angreifen. Haben sie den getötet? Den getötet, oder? Cool, danke. Ohne schwarze Ameise. Cool. Das war easy. Einfach die den töten lassen. Wo ist mein Equipment da? Mein Lucky Backpack. Das ist ein Löffel. Ein Pen hier. Da ist, glaube ich, Science. Den Raw Science würde ich auch nehmen. Okay, nee, das ist nicht Raw Science, das ist ein Kaugummi. Ew! Boah, widerlich! Ich grab doch keinen gekauten fremden Kaugummi aus. Pervers! Warum sollte man sowas tun? Das ist ja mal mega abartig. Wenn wir noch trinken, kommt eigentlich gerade ganz gelegen. Was? Ein Erdhügel, okay. Ah, lose Milchmolaren. Und doch nicht zu trinken. Aber das erklärt, woher die ganzen Molaren kommen. Eine Picknickbank, cool. Wo genau sind wir denn? Hier. Aha. Okay. Keine Ahnung, was das hier ist. Keine Ahnung, was das... Könnte Müll sein, Mülleimer. Ich würde jetzt langsam hier so wieder zurück. Bevor ich wieder was Schlimmeres treffe als ein Rüsselkäfer. Meine Base. Kranke Assel. Okay, kranke Assel ist neutral. Sehr Schmiere und Asselteile. Okay, die sollte mich ja dann nicht angreifen, wenn ich sie mir angucke. Ui, die hat Leben. Eine Markierung gesetzt? Nö, ne? Achso, nee, das muss hier hin. Ein Meter weit weg. Mhm. Okay. Und ist wieder ganz viel Ton. Wie immer anscheinend bei Wasser.
Mhm. Mumps in Läusetau. Oh. Mal die kurze Frage. Kann ich den? Nein, das kann ich den nicht wegnehmen. Okay. Schon interessiert. Wenn er so Pollen oder Honig oder so wegnehmen? Ja gut, Honig ist ja nicht Pollen. Pollen wegnehmen könnte, wäre schon cool. That tastes really good. So, wir nähren uns den Spinnen. Wenn ich irgendwo zwischen herkommen würde. Haben wir stärkeres Unkraut? Das würde ich gerne nicht haben. Oh, eine Kassette. Cool. Hier ist aber nichts. Weniger cool. Ne? Da ist was Großes. Ja. Und zieh ich dich zu den Bienen hin. Ach, hier ist doch der Stinkpflanzenwald. Kann ich hier noch rein? Schnell wieder raus. So, also Bienen sind stärker als Stinkpflanzen, zumindest was ihre Fähigkeit des Angriffs angeht. Gut zu wissen. Wir sind langsam wieder im vertrauteren Gefilden. Hier ist nochmal ein Ameisenhügel. Kennen wir den? Nein. Können wir den entdecken? Schade, können wir nicht. Ich finde das völlig okay, wenn wir alle Ameisenhügel entdecken könnten. Scheiße. Komm klar. Eigentlich abgehängt haben wir. Ja. Eine Radnetzspinnenmutter. Ein Labor. Ah ne, das sind die, ne, auch nicht. Das ist eine Pillendose. Oder? Ein Tic-Tacs. Nur optisch. Ja, nur optisch. Da ist ein Labor, ne? Auch nicht. Doch, da ist ein Labor. Dann gucke ich mal, ob ich da was entdecken kann von den neuen Sachen, die wir bekommen haben. Kennen wir das Labor? Nein. Verfügbar. Rote Kriegerameisen töten. Ja. Und den Krötensumpf entdecken. Okay. 1500 Fackelverbesserungen. Dieselfundament kochen für Anfänger. Wird empfohlen. Na komm. So. Dann hier einmal Algen. Ein Coronavirus. Falschkörper Öko-Power. Okay. Baumwanzen, Gassack, Gasmaske, Magenschleimer, Stinkepfeil. Baumwanzenbrocken. Ich habe nichts Seltenes. Nee. Dann hier ein Netzfaden. Seidenseil. Ballkorb, ganz wichtig. Sonst ist hier nichts. Nein. Milbrotleib, ugh. Boah, da wird mir schon schlecht, wenn ich das nur lese. Wir sind fast zu Hause. 150 cm nur noch. Dann haben wir es geschafft. Lass nochmal einen Saft tropfen. So, 100 cm noch. War das? Hm. Können wir hier ein paar Stängel mitnehmen, wenn wir welche finden noch?
Dann wäre es größtenteils weggeworfen. Wir sind zu Hause. Sehr schön. Guck mal. Sehe nicht, was es ist. Ich will es auch gar nicht sehen im Dunkeln, weil ich eben nichts sehe dann. Aber wir sind zu Hause. Oh, drei aggressive Ameisen. Wolfgang. Entfernen. So. Shit, ich muss da aber hin. Läuft, glaube ich, immer noch da oben rum, wenn ich das richtig höre. Immer noch da oben rum, ja. Müssen wir jetzt aber eigentlich da sein, oder? Nee. Meine Base ist wo? Ja. Da ist er doch. Oh, hallo Base. Eine 4 Uhr aufwachen ist noch ein bisschen blöd. Irgendwas Sinnvolles? Nein. Nicht wirklich. Tempelsleuchte. Ethisch. Nee, gerade nicht. Jo. Dann packen wir das hier rein. Das natürlich auch. Wir braten unser Essen. Das hier packen wir weg. Ringpflanzen-Dings brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Können wir mal drin lassen und könnten das noch erforschen. Spinnenfäden. Den Saft tun wir mit rein. Blüten, Rüssel. Dann würde ich sagen, war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen für YouTube. Wenn euch die Folgen gefallen haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.